Also international kann man Salzburg nicht unbedingt jetzt mit Metropolen in Asien oder Südamerika vergleichen, weil es ist eine europäische Stadt. Europäische Städte haben bestimmte Strukturen, die diese Städte nicht haben. Deswegen ist ein Vergleich mit asiatischen Städten relativ schwierig. Und das ist auch gut so. Europäische Städte sind meist natürlich gewachsen, asiatische wurden größtenteils geplant. Durch den Bevölkerungswachstum, den sie haben. Und sie haben ein Bevölkerungswachstum, der nicht vergleichbar ist mit unserer Situation. Und daher setzen sie natürlich auch viel mehr auf technische Infrastrukturen, weil es natürlich in einer ganz anderen Geschwindigkeit sich dort entwickelt. Sind wir jetzt beim U-Bahn-Bau? Ein U-Bahn-Bau in Asien dauert einen Bruchteil von der Zeit, die wir in Europa dafür benötigen. Was auch daran liegt, dass es natürlich auch andere politische Systeme sind, die andere planungsrechtliche Erfordernisse haben. Der koordinierte Städtebau ist aber auch bei uns in Salzburg wichtig. Da geht es um das Thema, wie man die bestehende Stadt weiterbaut. Beschäftigen uns vor allem mit dem Bestand in der Stadt hinein. Das bedeutet für uns, dass wir Quartiere sanieren, in dem Sinn, dass wir bestehende Stadtstrukturen erweitern, umbauen und quasi, wie soll man sagen, updaten, würde man es vielleicht heute neudeutsch sagen. Also es geht eigentlich darum, dass die Stadtstruktur nicht nur technisch, sondern auch funktional quasi auf den heutigen Stand hingebracht wird. Und genau an diesem Thema forscht die FH Salzburg am Campus Kuchl in ihren Lehrgängen. Woran arbeiten wir? Wir haben im Studiengang sehr häufig unterschiedliche Projekte mit Praxispartnern quasi aus Kommunen. Kommunen, die an uns herantreten und sagen, wir haben wirklich eine Fragestellung. Wir haben jetzt eine Fläche innerstädtisch. Wie sollen wir diese Fläche weiterentwickeln? Was sind unsere Bedürfnisse und wie können wir quasi mit dieser Fläche umgehen? Wie können wir sie am besten für uns nutzen? Und da ist eigentlich unser Ansatz, diese Nutzungsmischung herzustellen, also dass ich quasi im Erdgeschoss wohnen möchten wir meistens nicht, sondern da wollen wir eher die Geschäfte, da wollen wir eher quasi den Publikumsverkehr haben. In den oberen Geschossen, nicht nur wegen der Aussicht, sondern auch wahrscheinlich wegen der Ruhe, ist eher das Wohnen halt angesiedelt. Aber alles im grünen Bereich, sagt der Profi. Aus seiner Sicht wird die Stadt Salzburg immer schlechter hingestellt, als sie wirklich ist. Als besonders interessant stellt sich hier das Stadtwerke-Areal in Salzburg-Lehn dar. Ich habe eine Nutzungsmischung, ich habe Wohnen auf der einen Seite, ich habe Infrastruktur, vor allem für die Bewohner in den Erdgeschosszonen und gegenüber kombiniere ich das quasi mit einer Hochschule und mit medizinischen Laboratorien und Einrichtungen. Das Stadtwerke-Areal ist aber nicht das einzige Projekt, das in Lehn hervorsticht. Wenn man also quasi in die Richtung Westen schaut, hat man im Vordergrund die Strubergassensiedlung, direkt im Hintergrund die Rauchmühle und im Hintergrund Max Klahn mit Panzerhalle. Das sind so die drei Projekte, die man in der Achse jetzt vor allem sehen würde. Auch mit den Hausdächern hat man so einiges vor. Einerseits bietet sich hier eine Dachbegrünung an, andererseits können diese optimal für die Energieerzeugung genutzt werden. Die Salzburger GA Screentech-Unternehmen bietet hier einige Möglichkeiten an. Zurück aber zum Städtebau. Hier ist das Ziel, die Städte so interessant und so attraktiv wie möglich zu gestalten, um das Grünland in den Umlandgemeinden zu schützen. Wenn wir weiter unseren Grünraum und die Natur in der Art und Weise erleben und genießen wollen, wie er ist, ist es zwingend notwendig, dass wir weiter die Stadt entwickeln und versuchen, möglichst in der Stadt bestehende Flächen zu nutzen, um diese zu bebauen. Das hat natürlich auch ökologische Gründe, da geht es zum Beispiel auch um den Hochwasserschutz. Je weniger Fläche von uns Menschen versiegelt wird, desto besser auch für den Artenschutz und natürlich auch für uns Menschen.